So, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr seid wunderbar in die neue Woche reingerutscht. Ich wünsche euch selbstverständlich einen wunderschönen Montagabend. Genießt ihn, habt Spaß und bleibt gesund. Und das gilt auch für den Rest der Woche. Ich hoffe, ihr kommt gut durch und habt Bock auf dieses Video. Denn wir reagieren heute auf einen Song, der sich extrem oft gewünscht worden ist, den ich immer mal wieder in Kommentaren gelesen habe, nämlich Mein Herz brennt. Und zwar die Piano-Version. Es gibt zwei Versionen davon, weswegen ich auch jetzt diesen Song einfach mal so reinschiebe, weil wir sowieso später nochmal auf Mein Herz brennt reagieren in Form eines Musikvideos. Habe ich mir gedacht, okay, hey, wir fangen mit der Piano-Version an, ein bisschen was ruhigeres. Ich denke mal, oder ich hoffe mal, es ist ein bisschen was ruhigeres, so eine Piano- oder so eine Akustik-Version hat immer irgendwie ein bisschen einen ruhigeren Touch, ein bisschen ehrlicheren Touch. 4 Minuten 44, liken, support, Skamort. Ich bin sehr gespannt. Bevor wir reinstarten, ganz kurze Werbung für meinen Partner Holy Energy an der Stelle. Wenn ihr keinen Bock mehr auf Red Bull, Monster-Effekt, andere zuckerhaltigen Energy-Drinks habt, ist Holy Energy eine super gute Alternative. Super wenig Zucker, dazu noch vegan. Und mit dem Rabatt GOATPATRICK5, den ihr in der Beschreibung findet, sowie meinen Instagram-Account, folgt mir auf Instagram, ganz wichtig. Und mein Twitch-Kanal, wir sind 2-3 Mal die Woche live und geben uns unter anderem auch Rammstein und andere Songs, kommt da gerne vorbei. Findet ihr den Rabattcode PATRICK5, ihr könnt damit 5 Taler auf eure erste Bestellung sparen, also schlagt da auf jeden Fall gerne zu. Nicht nur Energy Drinks haben die Brüder, sondern zum Beispiel auch allerlei Teesorten haben die Brüder. Checkt die gerne mal ab und gebt mir da gerne Feedback. Und damit gehen wir in die Piano-Version von dem Song Mein Herz brennt von Rammstein 444, Abfahrt. Woher kenne ich die Melodie? Woher kennt ihr so Melodien, die euch direkt irgendwie was sagen? Die euch direkt an irgendeine andere Melodie erinnern so? Bei mir ist es gerade so. Dieses Bam, Bam, Bam. Nur das Piano. Bam, 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 Bam. Sehr psychomäßiges Video bis jetzt direkt, ne? Wir haben Till wahrscheinlich angemalt im Gesicht, wie wir es im Thumbnail auch schon gesehen haben. Dazu halt eben dieses Piano. Das ist auch schon wieder so ein bisschen psychomäßig spielt. Man weiß nicht so ganz genau, in welche Richtung es geht. Wie es so oft bei Rammstein eben ist, am Anfang so. Sehr psychomäßig sieht es aus. Wirklich. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß, man vergleicht, glaube ich, Rammstein sehr, sehr, sehr ungern mit Unheilig, aber das müsste doch Geboren, um zu leben sein, oder? Nur der Anfang, dieses Bam, 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 natürlich viel schneller, aber das hat schon gewisse Ähnlichkeit, oder? So ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen. Okay, natürlich wird hier jetzt ein anderer Akkord gespielt, beziehungsweise eine andere Melodienabfolge, wie bei Geboren, um zu leben. Mir ging es auch nur um die ersten Sekunden. Das hat mich direkt irgendwie daran erinnert. Und wir haben auch direkt ein Piano, was wirklich abgenommen worden ist. Also man hat sich da wirklich hingestellt, in einem großen Raum, so wie es sich anhört, zumindest so ein bisschen. Man hat dann riesen Flügel hingestellt, mit etlichen Mikrofonen wahrscheinlich, und wirklich viele Takes gemacht, damit es halt extrem ehrlich und live rüberkommt. Man hört es direkt raus, dass es kein Piano aus irgendeinem Plugin ist, was man im Computer quasi generieren kann. Man kriegt es auch gut hin. Es gibt heutzutage gute Plugins, die gute Pianos emulieren können, aber noch lang nicht so gut, wie sie es hier gerade anhört. Man hört auch wirklich diese, wenn er die Tasten ein bisschen stärker anschlägt, hier jetzt zum Beispiel. Jetzt kommt die Stelle, man hört, dass die Tasten direkt viel härter angeschlagen werden. Dieses Bam, 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 wisst ihr, was ich meine? Er sieht auch irgendwie sehr angsteinflößend aus, oder? Also passt ja auch schon zum Titel, Mein Herz brennt. Also was erwarte ich eigentlich vom Song, ne? Man kann generell bei Rammstein nie wirklich anhand des Titels irgendwie sagen, in welche Richtung der Song gleich geht. Ich meine, es wäre auch ein bisschen komisch, da irgendwie viel zu viel rein zu interpretieren so. Aber Mein Herz brennt deutet schon wieder in diese psychomäßige, vielleicht ein bisschen was Verletzliches, ein bisschen was Trauriges oder sowas. In die Richtung geht es, glaube ich. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ist doch vom Sandmann, oder?
Also ich glaube, viel mehr Leute kennen den Wortlaut Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Aber es gibt doch zwei unterschiedliche Varianten, glaube ich. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Es gibt einmal den Sandmann in Ostdeutschland und den Sandmann in Westdeutschland. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist oder ob das damals nur so war, aber der Wortlaut in Westdeutschland ist doch der, den er gerade gesagt hat. Nun, Kinder, gebt fein Acht oder sowas. Ich habe euch was mitgebracht, was weiß ich. Und der in Ostdeutschland war dieses Sandmann, lieber Sandmann, es ist. Was viel mehr Leute kennen, glaube ich. Was hier aber wenig Sinn macht, weil ihr habt mir gesagt, dass alle Rammstein-Mitglieder aus der ehemaligen DDR kommen und somit eben Ostdeutsche sind oder aus Ostdeutschland kommen so und somit Till auch seinen ersten Kontakt mit einem Sandmann, mit dem ostdeutschen Sandmann hätte haben müssen, oder? Haben hätte haben müssen, ist ja egal, ihr wisst, was ich meine. Dreht er das hier mit Absicht um? Kann gut sein, oder? Bin die Stimme aus dem Kissen. Ich bin die Stimme aus dem Kissen, merken wir uns. Ich habe euch etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen. Okay, das ist so die erste Zeile, wo man direkt merkt, es geht so ein bisschen in so eine psychomäßige Richtung, beziehungsweise es geht wieder in so eine sehr, sehr Rammstein-like Richtung so. Man denkt bei der Zeile, ich habe euch was mitgebracht, oh, okay, cool, was ist es denn so? Wenn man sich jetzt in ein Kind reindenkt und in der nächsten Zeile sagt er, ich habe es mir aus der Brust gerissen oder sowas, ne? Das Ganze deutet schon wieder mehr auf so eine psychomäßige Message hin so. Wir lassen uns aber da weiter überraschen. Was mir sehr gut gefällt von Anfang an, seine Vocal-Performance. Also was ich damit meine ist, wir geben uns ja später noch die offizielle Mein Herz brennt Version mit Musikvideo eben. Und da bin ich sehr gespannt und ich gehe mal stark davon aus, dass wir dann eine ganz andere Vocal Performance haben wie hier jetzt, ne? Also man hört hier auf jeden Fall raus, dass Till das extrem krass fühlt und sehr nah auch am Mic ist bei der Aufnahme vielleicht so. Und auch dieses R extrem krass rollt. Also er rollt es ja immer extrem, ne? Aber hier ist es schon, also hier sticht es nochmal raus, finde ich, ne? Und er erzählt es sehr erzählerisch irgendwie. Als ob er jetzt gerade irgendeinem kleinen Kind am Bett eine gute Nachtgeschichte erzählen möchte, die halt ein bisschen so gar nicht gute Nacht-like ist, sondern eher Albträume hervorrufen würde, so wie er sie gerade dem Kind erzählt. Wisst ihr, was ich meine? Meiner Brust Auch wie er schaut, wisst ihr, was ich meine? Gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider Mit diesem Herz, das er sich aus der Brust gerissen hat, hat er die Macht, die Augenlider zu erpressen. Das ist schön geschrieben irgendwie. Also, Till schreibt die Texte ja immer sehr minimalistisch, schmückt die aber generell mit Redewendungen und mit schönen Reimen immer wunderschön aus. Und dazu kommt ja noch, dass man extrem viel reininterpretieren kann. Wenn man so ein bisschen überlegt und die Zeile auf einen wirken lässt, kann man vielleicht den Gedankengang so ein bisschen eingehen, dass man blind vor Liebe vielleicht ist. Also, ne, Herz steht ja nach wie vor immer noch für Liebe, wenn du das Herz betrachtest so ein bisschen. Und er hat mit dem Herz, das er sich aus der Brust gerissen hat, die Möglichkeit, die Augenlider zu erpressen. Das heißt, man ist irgendwo vielleicht ein bisschen blind vor Liebe. Man sieht Dinge nicht direkt, wie sie eigentlich sind, ne? Man nimmt Dinge gerne in Kauf. Man tut alles für den Partner, sowas. So könnte das ja gemeint sein, oder? Lieder zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament. Ich singe, bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament. Ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was das Firmament ist. Es ist einfach der Himmel oder der Himmelsbogen oder das Himmelsgewölbe oder sowas. Kurz gesagt, es ist eben der Himmel, nur ein bisschen anders ausgedrückt. Und es ist ja klar, dass er nur bis dahin singen kann, bis die Sonne wieder aufgeht, beziehungsweise wenn der Mond wieder untergeht, weil dann ist die Zeit des Sandmanns quasi vorbei, oder? Mein Herz brennt. Aber das Piano schön. Sie kommen zu euch in der Nacht. Wer?
Wen meint er damit? Wen meint er mit sie? Wer kommt in der Nacht? Meint er eine bestimmte Person? Glaube ich nicht. Ich glaube, er meint viel eher, so wie die Geschichte erzählt wird. Und ne, ich könnte auch hier komplett auf dem Holzweg wieder unterwegs sein. Also ab in die Kommentare damit. Eure Interpretation, eure Bedeutung vom Song ist genauso wichtig wie meine, ne? Ich lese die Kommentare alle gerne durch und wenn ihr dann eine andere Interpretation habt, ab in die Kommentare damit. Aber wir haben am Anfang schon den Spruch vom Sandmann, ne? Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass er hier mit sie Träume meint. Und nicht wirklich gute Träume, sondern so wie er sie erzählt und sehr psychomäßig und so wie er aussieht, er sieht ein bisschen angsteinflößend aus, dass er nicht wirklich gute Träume, sondern Albträume meint in dem Fall, oder? Sie kommen zu euch in der Nacht. Dämonen, Geister, schwarze Feen. Ich hätte einfach mal weiterlaufen lassen müssen. Dämonen, Geister, schwarze Seelen oder irgendwie sowas hat er gesagt, ne? Und das sind bekanntlich nicht wirklich schöne Figuren, die du in deinen Träumen haben. Also ich träume relativ wenig, ne? Unglaublich wenig. Ich habe eine Zeit lang mehr geträumt, aber ich träume eigentlich nur, wenn mich was irgendwie im Alltag beschäftigt. Wisst ihr, was ich meine? Also der ganze Song handelt ja nicht von einem Kind, das gerade eine gute Nachtgeschichte erzählt bekommt von Till, sondern es kann auch genauso gut an Erwachsene gehen, so, ne? Wie er schon sagt, in der Nacht kommen sie mich holen oder kommen sie mich suchen oder besuchen sie mich. Die Dämonen, Geister, all die Sachen, die ich den Tag über verdrängt habe, einfach weil ich andere Dinge zu tun habe, kommen in der Nacht. Und es ist tatsächlich wirklich so, dass Sachen, wenn du die tagsüber eben verdrängst und gerade auch Sachen, die dich beschäftigen, dich in der Nacht einholen und du dann gar nicht mehr schlafen kannst eben. Wisst ihr, was ich meine? Sie kriechen aus dem Kellerschacht. Auch hier nochmal, sie kriechen aus dem Kellerschacht, ne? Der Keller auch immer so ein, ja, so ein Ort, der irgendwie ein bisschen kühl ist, der ein bisschen düster ist, der vielleicht ein bisschen so Geheimnisse birgt oder sowas, ne? Der eben nicht wirklich schöne Vibes hat, in Anführungsstrichen, ne? Nochmal eigentlich sehr schön umschrieben, dass es hier eben um Albträume oder irgendwie um Dämonen oder so geht. Und werden unter euer Bettzeug sehen. Nun, liebe Kinder, gebt fein acht. Boah, Digga, schön viel Druck in der Stimme, finde ich schön. Nun, liebe Kinder, auch wie das Piano sich öffnet. Gebt fein acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Könnte vieles sein. Die Stimme, die eben in deinen Träumen zu dir spricht, die dich eben nur da heimsucht und dann eben, ne, in deinen Gedanken spricht so ein bisschen. Andersrum meint er vielleicht auch die Stimme unterm Bett, weil unterm Bett sind bekanntlich immer Monster, ne, wie es früher eben war so. Und früher hat man wirklich daran geglaubt, dass unterm Bett Monster hausen und man hat dann Dad oder Mom gerufen, um halt eben danach zu schauen, dass er wirklich keine Geister, Dämonen etc. pp. Sind, so wisst ihr, ich meine. Sehr interessante Zeile. Hab euch etwas mitgebracht. Ich kann es auch mit dem Sandmann verwechseln, dass eben dieser Wortlaut im Osten wirklich so war und Sandmann, lieber Sandmann, im Westen war, weil dann wird's mehr Sinn machen, oder? Ein heller Schein am Firmament, mein Herz brennt. Also vocaltechnisch performt Till hier unglaublich schön und gut, finde ich. Mein Herz brennt. Auch guck mal, wie er lächelt, ne? Guck mal, wie er lächelt. Süßer. Einfach ein süßer. Zum Anbeißen, der Mann. Sag ich so, wie es ist. Sie kommen zu euch in der Nacht. Und stehlen eure kleinen heißen Tränen. Und stehlen eure heißen kleinen Tränen. Auch ein sehr interessanter Satz oder ein sehr interessanter Wortlaut, was man wieder irgendwie auf die Liebe ummünzen kann, wie zum Beispiel auch am Anfang, ne? Am Anfang reißt er sich das Herz raus und hat mit dem Herz die Macht, die Augenlider zu erpressen. Hier klaut er jemand die heißen Tränen, die vielleicht vor Schmerz sind, also heiße Tränen irgendwie, keine Ahnung, man weint ja nicht einfach ohne Grund so ein bisschen. Man hat heiße Tränen vor Schmerz, vor Liebeskummer vielleicht irgendwie, um was zu verarbeiten, wisst ihr, ich meine? Sie warten, bis der Mond erwacht. Ja, und drücken sie in meine kalten Venen. Er meint immer noch die heißen Tränen, oder?
Also er drückt sich die heißen Tränen in seine kalten, leblosen Venen vielleicht. Hat er leblos gesagt? Ich weiß nicht. Kalten Venen auf jeden Fall. Und kalte Venen implizieren ja eigentlich schon, dass sie irgendwo ein bisschen leblos sind, dass da schon lange nichts mehr so passiert ist. Vielleicht braucht er auch diese heißen, energiegeladenen, emotionsgeladenen Tränen, um sich selbst irgendwo wieder ein bisschen Leben einhauchen zu können. Wisst ihr, was ich meine? Nun, liebe Kinder, gebt fein acht. Ich finde den Chorus super schön, auch hier in der Version, wie das Piano eben mitgeht, wie sich das Piano eben öffnet, wenn er auch mit der Stimme hochgeht, mit mehr Druck eben singt, super schön. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich singe, bis der Tag erwacht. Auch brutale Rammstein-Location wieder mal, ne? Super dunkel, super kalt irgendwie so ein bisschen. Man hat nur wirklich dieses relativ schwache rote Licht so ein bisschen, ne? Man hat hier irgendeine Art Grube oder sowas hier unten, weiß Gott, was es ist. Wir haben eine super, super klassische Rammstein-Location wieder, finde ich. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Einfach ein Süßer. Mein Herz brennt. Jetzt aber mal eine ganz kurze Frage, off-topic so ein bisschen, ne? Das sind nicht seine echten Zähne, oder? Also die hat er sich so reingeklebt oder ist es quasi nur so eine Schiene obendrauf? Oder hat er sie so schwarz angemalt oder sowas? Wenn es wirklich seine echten Zähne sind, würde ich mal dem Bruder raten, entweder zum Zahnarzt zu gehen oder das Ding auszuprobieren, das sich Zahnbürste nennt. Gibt es schon seit mehreren Jahren, wirkt Wunder, glaubt's mir. Mein Herz brennt. Digga. Ich kann das gar nicht mit meiner Stimme. Ich kann das gar nicht. Mein Herz brennt, ja. Und er geht auch in so eine Art Keller jetzt wieder runter, so, wisst ihr, ich meine? Mein Herz brennt. Vielleicht ist er auch so Art Dämon oder irgendwie sowas, bisschen was, ja, Schlechteres, so was in einem Albtraum eben dich heimsuchen kann. Zumindest nichts Gutes. Super schönes Piano. Da steigt ein bisschen Rauch auf. Ey, super schönes Piano. Das war die Piano-Version von Sven Helbig. Ihr müsst mir auch sagen, wer das ist. Von Rammstein mit dem Song Mein Herz brennt. Ich wünsche euch was. Schöne Woche oder schönen Start in die Woche. Schönen Montagabend. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Peace.